Auf ein kurzes Wort. Wie endete doch die Perikope des heutigen Sonntagsevangeliums? Wird jedoch der Menschensohn, wenn er kommt, den Glauben auf der Erde finden? So, und das versetzt uns tief in die Vergangenheit der christlichen Herkunftshoffnung. Menschensohn. Bekanntlich jene seltsam apokalyptische, endzeitliche Gestalt, gewissermaßen als Herold dessen, was nun ja Quintessenz der Verkündigung des Nazareners wie schon des Täufers war, also das, was wir gemeinhin Reich Gottes nennen. Und es irritiert mich, dass im kirchlichen Jargon so selbstverständlich von Reich Gottes nach wie vor gesprochen wird. Dabei ist vollkommen eigentlich unklar, was das gegenwartskompatibel meinen könnte. Religionsgeschichtlich ist die Sache sehr eindeutig. Es geht um eine innerweltlich ganz neue Schöpfung. Gottes neue Welt. Das hat ja wohl nicht so richtig funktioniert. Und schon in den ersten Christengenerationen fing man an, diesen Impuls umzubauen. Hätte man das nicht getan, wäre wohl relativ schwungvoll mit der ganzen Verkündigungsdimension Jesu Schicht im Schacht gewesen. Schon Paulus baut um. Paulus baut radikal um, indem er dieses innerweltliche, Gottes neue Welt, interpretiert als du bist neu geworden, neue Existenz. Und das ist gravierend gewesen. Und warum sage ich das? Weil diese Umbaudynamik durch die Jahrhunderte des Christentums beständig geleistet wurde und beständig zu leisten ist. Zurück zu jenem Menschensohn, den Glauben auf Erden finden. Offensichtlich geht es um einen inhaltlich qualifizierten Glauben, genauerhin um dieses endzeitliche Kommen dieser Rettungsgestalt. Das erschließt sich aus den Versen vor der heutigen Evangeliumsstelle, wo noch einmal recht drastisch eingeschärft wird, ja, das wird passieren, es wird plötzlich passieren und es wird orchestriert mit biblischen Beispielen, die recht, nun ja, was möchte ich sagen, drastisch angsteinflößend sein könnten. Die Sintflut wird eingespielt, Sodom und Gomorra, Schwefel und Feuer vom Himmel, all dies wird aufgeboten. Und dann die heutige Perikope mit dieser Ermunterung, Gott gewissermaßen zu bestürmen, es soll geschehen. Gleichwohl, auch dieses Gott bestürmen dürfte in die Jahre kommen, wenn der Erfolg nachweislich überschaubar ist. Gleichwohl, hinter diesem Beharrlichkeitsmotiv verbirgt sich geheiligtes Erbe Israels und der Kirche, das gleichwohl nicht vergessen werden möge, dass Gott als Instanz erinnert wird, die eine Rettungskompetenz hat, die wir gewissermaßen aufrufen dürfen, die wir benennen müssen, die natürlich nicht urbi et orbi sich ereignet, sondern auch das sind Umbaudynamiken gewesen, sich ereignet, indem Menschen diesen rettenden Gott ins Werk setzen und ihn präsent halten in Übersetzungsstrategien, damit es passt, damit es stimmt, nicht nur damals, sondern gerade für unsere Gegenwart. Und da stimmt ja so das ein oder andere nicht. Vielleicht ein Wink, mit dieser Beharrlichkeit nicht nachzulassen, einzufordern, es muss sich etwas grundlegend in unserer Kirche ändern. Übersetzung erneut, und zwar Übersetzung, dass es wiederum passt für diese Gegenwart. Wie ist sie gestrickt? Und das beängstigt vielfach bewahrende Kreise, die ein Gesamtglaubenspaket gewissermaßen unverändert durch die Zeiten weiterreichen wollen. Signatur unserer Zeit, und das ist offensiv aufzunehmen, ist, denke ich, das, was wir Individualisierung nennen. Du entscheidest. Du hast die Wahl. Du hast auch religiös die Wahl. Und wer die Wahl hat, wird wählerisch. Wir wählen aus. Wir wählen mit guten Gründen aus. Und das lässt sich nicht von oben reglementieren, sondern hat längst eine schwungvolle Eigendynamik von unten entfaltet. Will heißen, die Zeiten kirchlicher Uniformität,
Abgesichertheit und Kontrollierbarkeit ist perdu. Das finde ich sehr begrüßenswert. Das ist Kirche der Freiheit. Und dies offensiv zu vertreten, ist nicht nur Gebot der Stunde, es führt kein Weg daran vorbei. Vor 60 Jahren jährte sich der Beginn des Zweiten Vatikanischen Konzils. Nach 60 Jahren könnte ein drittes Vatikanisches Konzil durchaus in Erwägung gezogen werden, mit einer Eigendynamik, die sich dort entfalten dürfte. Hand aufs Herz, schlimmer geht es nicht mehr. Der Laden bricht auseinander, ist es längst, und wir hätten dieses Instrumentarium und es sollte ins Werk gesetzt werden. Concilio subito, möchte ich rufen. Konzil, und zwar sofort. Und Hand aufs Herz, das üben wir doch längst ein. Wir üben doch längst Konzil im Kleinen ein. In deinem eigenen Seelenhaushalt, wo abgewogen wird, was ist glaubwürdig. Du hast die Wahl, aber du bist auch wählerisch. In unseren Kreisen, Gruppierungen, Gemeinden, Seelsorgeteams, wie auch immer es heißen mag, üben wir doch längst Konzil von unten. Und das wird sich potenzieren. Und diese Eigendynamik wird nicht aufzuhalten sein. Concilio subito. Wir werden es in absehbarer Zeit wohl erleben. Es gibt keine Alternative. Und bis dahin das Konzil im Kleinen forcieren. Auch mit Protest. Auch einem Kardinal darf der Rücken zugekehrt werden. Die Zeiten selbstherrlicher Hierarchen ist vorbei. Autorität hat man durch Kompetenz, durch Menschennähe, durch Gegenwartskompatibilität. Und all dies in der Nachfolge des Nazareners, dessen Urimpuls eines Gottes, dem dein Leben, dem unsere Welt am Herzen liegt, durch Übersetzungen gerettet wurde und zu retten ist. Das fällt nicht vom Himmel. Wir sind die rettenden Übersetzer und Übersetzerinnen in gemeinschaftlicher Verbundenheit, wagemutig, protestfreudig und zuversichtlich. Und Gott möge uns segnen. Gott der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen.